Ich meine, was wir unterwegs gehört haben, wir sind hierher gekommen, total gelatscht durch den Wald, das kam unheimlich gut rüber, so schön schnell und schön laut, das war echt geil so. Wenn man einmal die Sex Pistols hört, die Dead Kennedys, ist alles anders danach. Dann will man nichts mehr damit zu tun haben, dann ist man einfach auf einer anderen Welt, auf einer anderen Welle. Dann ist einem alles egal rundherum. Also als Punk in der DDR hat man ja viel mehr riskiert als jetzt, wenn man jetzt hier sagt, hast du mal eine Mark oder eine Eurinse. Weil wer früher Punk war und da stand, hat gesagt, ich werde nicht studieren, ich werde nie wieder einen Job kriegen, ich bin draußen. Kann er nichts extrem, jetzt kann ich spielen, ja, ja. Kann mal extrem, ja, ja. Ja, dann nimmt das hier. Ja, ja, ja. Black, 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 Black. Mich von oben, ich häng mich unten fest. 20 Panzer, 20 Pferde auf jeder Seite. Ich suche ein Beil, ich finde ein Beil und ich hacke mir den oberen Arm ab. Gerettet! Die Independent-Szene hat sich so geholfen, dass er halt irgendwie Kassetten selbst vervielfältigt hat und kopiert hat und die wurden dann bei Konzerten verkauft. Ich habe dann auch schon Ende der 80er bei DT64 eine sehr gute Sendung, das Paroktikum. Lutz Schramm, der hat eine eigene Sendung eingerichtet für alternative Bands, die noch nicht eine Rundfunkproduktion hatten, die man nur in den Garagen gehört hat, in irgendwelchen Kirchen haben die gespielt oder dubiosen Clubs, und hat ihnen eine Plattform gegeben, hat also die Kassetten gespielt von Feeling B oder den anderen oder Sando. Seine Haare stehen wie Messer vor. Weites Teil. Meine Kleidung, die ist extravagant. Ihn hätte ich wieder erkannt.